Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Werwolf die Apokalypse. Die letzte Folge haben wir hier beendet. Wir müssen uns zum Ausgang durchdringen. Wir versuchen es natürlich wie immer auf die angenehmste Art und Weise, die wohl die unentdeckte ist. Auch wenn es nicht immer klappt, aber so ein bisschen die Abwechslung zwischen mal kurz ausflippen als Werwolf und dann mal wieder ganz leise ein paar Leute von hinten erwürgen, macht doch sehr Spaß. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, was er so macht. Geht noch weiter weg. Aber wenn ich ihn dort erledige, wird er das spätestens auf seinem Rückweg sehen. Könnten mal... Na gut, nee, ihn jetzt hier anlocken. Wäre vielleicht auch nicht so das Beste. Wir warten mal, bis er wieder zurückkommt. Hier mit der Ecke, das ist mir nichts. Ich habe jetzt überlegt, ob wir einmal bellen. Ja, der geht komplett weg. Dann könnten wir das doch tun. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass es den Großen anlockt. Geh mal noch ein kleines Stück. Und dann gehen wir vielleicht doch hier um die Ecke. Obwohl, das ist Glas. Nee, da sieht er uns. Nicht die beste Idee. Okay, so können wir doch rumziehen. Dann hat er uns zumindest nicht gesehen. Wir warten mal ab. Manchmal muss man es halt etwas ruhiger angehen. Aber ich glaube halt auch fast, dass wir mehr Geisterpunkte kriegen, wenn wir das hier ruhig absolvieren. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt gesehen wird. Wir haben auch wirklich keine Möglichkeit, die zu ziehen. Hier war ja keiner mehr, ne? Nö. Schnell hier rüber. Schaffen wir das noch vor ihm, ja? Wenn wir uns jetzt einfach schnell hier rausschleichen. Ich wollte eigentlich sagen, bevor er dort um die Ecke läuft. Aber das ist leider nicht möglich. Nämlich Angst, dass er jetzt die Leiche entdeckt da hinten. Okay, wir müssen hier rein. Schnell weg. Dann haben wir das doch geschafft. Sehr gut. Ja? Me too, Eddie. Me too. Hier draußen läuft ein Exo rum. Das finde ich nicht so witzig. Ich dachte eigentlich, wir haben es jetzt geschafft. Wir riechen doch schon die frische Luft. Wir sind ja auch schon draußen. Oder? Ah, ja. Kann man so nennen. Oh, hier ist noch eine Pflanze. Die hätte ich fast übersehen. Ich muss sagen, geisterpunkttechnisch geht es schon gut vorwärts. Sag mal, so knapp die Hälfte haben wir schon geschafft. Klar, hier brauchen wir mehr Punkte, gar keine Frage. Aber ging doch schon relativ schnell. Um die 12 Stunden Spielzeit soll es ungefähr sein. Im Let's Play wahrscheinlich ein bisschen länger. Weil ich natürlich nebenbei noch quatsche. Und generell einfach einer der langsameren Sorte bin. Wie damals schon in der Schule. Ungünstig. Wo ist denn der Exo? Der ist dort. Gefällt mir eigentlich, wie der hier anlehnt. Wenn jetzt nicht gerade noch sein Kollege kommen würde. Müssen bloß noch da hinten ran. Das würde ich sehr gerne unentdeckt schaffen. Kann sein Kollege jetzt mal bitte weggehen? Danke. Das ist der andere da. Ach, komm. Hör doch auf. Aber ein anderer Weg macht keinen Sinn. Wir haben hier ein Exo, wir haben so einen Muskelprotz. Würde eigentlich schon ganz gerne den kurzen Weg nehmen.
könnte natürlich auch einmal bellen. Dann habe ich wieder Angst, dass der Exo uns hört. Weiß noch nicht genau, was wir machen. Ja, das wird sein Kollege jetzt mitkriegen. Wenn ich den hier rüberziehe, nee. Das geht nicht. Aber da hinten lang. Hier geht's gar nicht durch dahinter. Wir müssten hier also vorne durch. Und da steht der Muskelprotz. Das ist auch nicht so cool. Ja. Vielleicht riskieren wir es doch mal mit Bällen. So. Ja. Das hat geklappt. Na? Dann komm aber auch. Dann bleibt er dort stehen. Gibt's doch nicht. Außer bei Roller natürlich. Jetzt kommt er, wenn ich herumgelaufen bin. Nein, 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 nein. Du funkst nicht. Das war ja mal hinterhältig. Das war mal richtig, richtig hinterhältig, was er gemacht hat. Schön warten, bis ich mich rumdrehe. Dann warten wir jetzt noch, bis der andere hierher kommt. Bellen auch nochmal. Ich hoffe, dass der Exo uns halt nicht hört. Ja. Geh dein Auge weg. Danke. Gut, das klappt so nicht. Wie nah kommt denn der an das Gitter ran? Können wir den über das Teil drüber ziehen? Nee, ne? Auch nicht so wirklich. Ach, ich weiß es nicht. Ich möchte nicht kämpfen. Wenn, dann müssten wir halt da vorne lang. Hier zu stehen ist auch nicht unbedingt cool. Ja, jetzt haben wir'n. Er kommt wenigstens gleich um die Ecke. Hä? Wie denn? Wie konnte der mich denn jetzt sehen? Ach, doof. Ja, hier rüber rennen. Vielleicht schaffen wir es ja. Drücken, 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 drücken. Hey, es hat geklappt. Wenn es so geht, warum nicht? Wir hatten uns ja noch nicht entdeckt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Wir haben die Mission abgeschlossen. I'm out. Das machen wir natürlich. Hier der einsame Wolf auf den Straßen. In welchem Land sind wir eigentlich? This is where Rodko and the others staged their distraction. Also auf jeden Fall Amerika. Aber welches Land genau? Wissen wir entweder noch nicht oder ich habe es nicht mitbekommen. Hier ist da noch einer. Are bleeding Gaia dry and strengthening the worm. Okay, habe ich verstanden. Quatsch mich bitte nicht weiter blöd zu, wenn du mir keine Geisterpunkte gibst. Sonst sehe ich den Grund nicht mit dir zu reden. So, schnell hier hoch. Einmal zu Ava. Noch weiter hoch? Ja. Und dann können wir mal gucken, dass wir für den Ethan noch eine weitere Quest erledigen. Hallo Ava. Oder Ava, Entschuldigung. Here's Vok's data. Hell yeah. This should give us a look at what Indran's mixing into its biofuel. Diese Daten können uns helfen. This data contains what you hope it does. Then we'll be able to land a heavy blow against Indran. It's probably got info on what they're doing in Nevada too. I'll keep my fingers crossed. Hey, keep my fingers crossed. Über den Damm reden. Damm, Damm. How are things at the dam? Did they find out what we did? Doesn't look like it. The plan worked perfectly. They must think they scared you off before you managed to do anything. They'll figure it out in due time. We need to move. I'll go see Rodko. Pop by to see Adana too, if you've got the time. She'd appreciate it.
Ist doch nett, was sie uns immer für Tipps gibt. Sie kann uns wenigstens verstehen. Nicht so wie unsere Tochter. Dann gehen wir natürlich auch nochmal zu Edenna. Mit Riesenvorfreude springen wir zu ihr. Hier ist Rodko. Eigentlich wollte ich nicht zu ihm. Wo ist denn Edenna? Sollte man eventuell vor jeder Mission machen. Hier nochmal reingreifen. Die hier oben? How's everything going? Good. Great even. We're this close to taking Endrin down. And it's all thanks to you. Alles unser Verdienst. Ich war nicht allein, natürlich. Not just me, all of us. True, but everything's changed since you came back. The whole pack is doing better. Why did you go away, Dad? Really? You know why. After the death of your mother, something snapped inside me. And it cost Rafika's life. I was a raw nerve, liable to give in to rage at the slightest push. If I'd stayed, if I'd hurt you. But now you've come back and everything's okay. Please, Dad. I don't want you to leave me again. Das werden wir nicht machen. Was, vielleicht wäre das möglich? Nö. Wir können auch nicht verneinen. I came back because you were in danger. But the lesser of two evils is still an evil. I'm still a risk. I know, but if I lost you again, I just want you to think about it. I will, Adi. I promise. Let's talk about it again when all this is finished. Maybe, Adi, werden wir wieder gehen. Ah, zumindest ist es schon mal ein bisschen besser drauf als beim ersten Gespräch. Es geht ja schon mal in die richtige Richtung. Hatten wir das schon gelesen? Rodko ist zu mir gekommen, um mit mir zu reden. Endlich versteht er, wie ich die Dinge sehe. Er hat eine Menge über Mom erzählt. Und auch Dad. Aber ich bin gegangen. Ich will nichts mehr von ihm hören. Jetzt kommt's raus. Ich bin zurück zur Schule gegangen und werde Biologie und Chemie studieren. Alles, was Gaia ausmacht, hat darin seinen Ursprung. Eva ist überglücklich. That was 2 years ago now. Aha. Wolltest nie wieder was von mir hören, ja? Das gibt Hausarrest. Taschengeld ist auch gestrichen. Dann noch schnell zu Rodko. Mal gucken, was er sagt. Ihm geht's ja wieder besser. Have you had time to plan our next steps? We've got to act before they realize what we did at the dam. I know, and I'm ready. Go get Ava and Adana. It's time to attack our final target. The plan is simple, no unnecessary risks. We go in as a small team and get the data on Indran's twisted experiments. Then we let the media do the rest of the work for us. Ava? The room housing the data we're after is impossible to unlock from the outside. Trust me, we tried. Which is why I need you, Cahal, to connect me to the server in their central control room so I can open the way for Adana. The problem is, even if we manage to open the door, that room is under high surveillance. I'd be detected before I managed to recover anything. So Ava said. We need security to keep its eyes off the screens for a few minutes so you'll have room to work. Blowing up the refinery should do it. I'll handle that. That would put the site out of action and get their whole security team's attention. Two birds with one stone. But that still won't buy you too much time, Adi. You'll have to be quick. 3 minutes is all I need. And then our problems are solved. Ava, you'll be in charge of coordination. I'm counting on you. Cahal, we'll meet in the area that links their outpost to the fracking site. Okay, we'll draw less attention that way. But if the outpost raises an alarm... Declan and I will jam their communications, just in case. Adana, you go about your normal workday until you get the signal. Everyone else, we attack this evening. I wish you all the best of luck. Ich hab da schon wieder so ein ganz ungutes Gefühl. Wenn unsere Tochter sich irgendwo reinschleichen soll. Hey Dusk, ich glaube, mit dem müssen wir auch nochmal quatschen. You all right, Dusk? Sure, but how about you? I hear you'll be taking on the fracking site. Shit, talk about taking the bull by the horns.
Woher weiß er das? Surprised that information got out so soon. Don't worry, you're still running a tight ship. Ava asked me to give Declan a hand tonight. She wants us to jam communications between the outpost and the fracking site so they don't see you coming. That'd be a real help. I'm counting on you. I won't let you down. Good luck tonight, my friend. Thanks, but you hold on to that luck. You need it more than I do. Die deutsche Übersetzung ist teilweise doch sehr verkürzt, wenn man mal so hört, was die da in Englisch alles quatschen. Na gut. Der Plan steht. Glücklich bin ich nicht, aber diesmal konnten wir uns nicht dagegen wehren. Bevor wir dahin machen, gucken wir jetzt aber nochmal kurz hier beim guten Ethan, was wir da noch machen müssen. Ethan helfen. Gefallene Garu. Thank you, Carl, for returning your Garu-kin to my side. Now go. Fight the worm and all who serve. Machen wir. Und ein Geisterpunkt. Hey. Einer verfügbar. Wir können mal kurz schauen. Das wäre... Ach, das habe ich schon gelernt. Achso, und was kommt hier unten? Der Kynos kann nun von Silber verursachte Wunden teilweise heilen. Ja, aber ich muss sagen, Silber hat uns jetzt noch nicht so dolle Angst gemacht oder so dolle geschädigt. Mehr Zorn und Wut. Hier haben wir die Haltung, Elan und Vigor und Raserei, die beides machen. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell oder Zorn gewinnt einen zusätzlichen. Wir nehmen mal das. Letztens war ja schon ein bisschen knapp. Mit der Heilung, da hatten wir nicht mehr genügend Zorn. Da nehmen wir halt erstmal einen Platz mehr. Hier, der V-Mann schon wieder. Mit dem will ich nicht reden. Der will uns bloß Informationen entlocken. Und am Ende kommt die Polizei und alles ist für den Eimer. Mal gucken, ob unsere Tochter diesmal hier ordentlich rauskommt. Ich bezweifle es sehr. Und wir müssen wieder in die nächste, ins nächste Gebäude. Mal schauen, ob das alles so klappt. Wenn wir jetzt natürlich die Daten kriegen und das einfach schön der Presse in die Hand drücken, wäre das natürlich schon ein großer Image-Schaden. Aber ob das wirklich reicht? Ich ahne Schlimmes. Ist hier Öl ausgelaufen? Sollte vielleicht mal wieder zum TÜV das Ding. Mal schauen, wo wir hier reinkommen. Hier ist bloß Müllablage. Oben drüber springen wird auch nicht so viel nützen. Eine Taste haben wir nicht. Was ist da oben? Moment, da müssen wir nochmal schnell hin. Davon lasse ich keins mehr aus, dass wir so schnell wie möglich alle Fertigkeiten ausrüsten können. So, Geisterpunkt. Hey, und der nächste. Aber wir sparen noch auf den zweiten, oder? Ist das ein Muskelprotz oder ein Wolf? Kann man von hier sehen? Nö. Naja, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir hier am besten reinkommen. Da das Spiel aber gerade gespeichert hat, würde ich dann doch eher erstmal eine Folgenpause machen. Weil so mitten in der Mission geht es dann halt leider nicht. Sonst müssten wir dann wahrscheinlich vom letzten Checkpoint nochmal alles neu spielen. Wir haben halt nur noch eine Minute bis zum Folgenende. Deswegen reden wir doch nochmal mit Declan. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt auf die Schnelle wieder. Wo kam er uns denn entgegen? Wir haben hier noch einen Geist. Na, quatsch doch mit ihm. Bitte, bitte. Ist das ein Bär? Bist du nett? Ja. Bear Spirit, wake up. Hear Ifen's call. I have slept for far too long. I did not feel the worm spreading.
Ethan can count me among his stalwart allies. Da haben wir es. Beruhige den ersten Geist. Okay, das müssen wir nämlich auch noch machen. Das war die andere Quest. Weiß jetzt gar nicht, wo der gute Declan war. Aber dann sehen wir ihn halt später nochmal. Dann haben wir zumindest hier schon mal den ersten Geist erledigt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.